Einen angenehmen Donnerstagabend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Tirol heute. Beliebte Oper, Hoffmanns Erzählungen am Landestheater. Und damit sind wir, meine Damen und Herren, jetzt bei der Kultur und wir kommen zu einem wahren Opernhit. Das ist Jacques Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählungen. Ein Hit, eine beliebte Oper, nicht nur wegen der vielen berühmten Melodien, die darin vorkommen, auch der literarische Vorlagestoff, der hat einen breiten Bogen von Humor bis Groteske, Gruseln oder sogar Romantik. Das Genie Offenbach konnte die Uraufführung selbst nicht erleben. Sie können das. Premiere ist am Samstag am Landestheater. Der Dichter Hoffmann erzählt in weinseliger Runde von seiner Vergangenheit, die von drei unglücklichen Lieben bestimmt wird. Seine erste Leidenschaft galt ihr, Olympia, dem scheinbar so perfekten Wesen. Dass sie eine mechanische Puppe war, entdeckte Hoffmann viel zu spät. Und auch die Kurtisane Giulietta hat ihn betrogen. Sie brach ihm nicht nur das Herz, sie stahl auch sein Spiegelbild. Hoffmann verlor sich vollständig. Und die Musik nahm ihm Antonia, seine große, unschuldige Liebe. Die Sängerin starb wie ihre Mutter an Entkräftung. Mit auf der Bühne Dagmar Schellenberger. Erstmals als Mutter. Doch einst verkörperte die Diva alle drei Frauenfiguren der Oper. Ich bin ja privat nicht nur Mutter, sondern eben auch schon Großmutter von drei ganz entzückenden Enkeln. Und da darf man dann schon mal die Mutterrollen machen. Und ich fühle mich wirklich, darf ich das so salopp sagen, sauwohl hier in Innsbruck. Die Oper wird vom amerikanischen Regisseur und Bühnenbildner Thaddäus Strassberger inszeniert, der sich dem Stoff opulent und fantasievoll nähert. Denn die Geschichte spielt sich ja vor allem in der Fantasie Hoffmanns ab. Er ist total allein und er hat alle diese Gedanken und Vorstellungen und Traum und Albtraum und sowas, alle zusammen. Und wenn er im Ende allein ist, ist er nie allein. Weil am Ende die Erkenntnis steht, dass alles Leiden einen Künstler reifen lässt. Hoffmanns Erzählungen. Premiere ist am Samstag um 19 Uhr.